Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Scrap Mechanic. Es geht weiter mit der Baureihe 290 der weltberühmten Diesellok der Deutschen Bahn. Und ich bin gerade fleißig am Einfärben hier. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich die Gläser einfärbe? Scheiße, dann wird das Fenster ja auch rot. Wartet mal, nee, dann kann ich das hier ja gar nicht so einfärben, sehe ich gerade. Dann müssen wir die Farbe wieder entfernen. Mit Rechtsklick kann man eine Farbe wieder zurücksaugen, ja, die man schon mal platziert hat. Dann kommt wieder die Originalfarbe zum Vorschein. Dann müssen wir die Fenster jetzt so umrandet lassen. Geht nicht anders. Das ist halt so. Ist aber im Original, sehe ich auch so. Da haben die Fenster auch so ein bisschen so einen grauen Rand so drumrum. Das passt eigentlich ganz gut. Das ist okay. Das kann man so lassen. So, jetzt muss ich mal schauen. Hier vorne müssen wir natürlich noch einfärben. Das Ganze soll ja auch rot sein. So, da oben die Dinger auch. Wir sind gerade am Einfärben. Das ist eigentlich immer die schönste Aufgabe. Und die dankbarste, weil dann, wenn man beim Einfärben ist, weiß man so ein bisschen, man hat den Löwenanteil der nervigsten Sachen geschafft beim Bauen. Na? Da ist es jetzt quasi, ist so quasi dieser befriedigende Teil. Wenn das Ganze dann wirklich endgültig Gestalt annimmt und wenn man so ein bisschen abschätzen kann, wie gut oder schlecht man etwas gebaut hat. Und ich muss sagen, jetzt wo ich das hier auch so in Farbe sehe, bin ich eigentlich schon ziemlich zufrieden. Es kann sich wirklich sehen lassen. Man muss natürlich dabei immer bedenken, ich bin nicht so ein krasser Bahnexperte natürlich, ja. Also wenn ich hier jetzt sowas baue, dann ist das natürlich auch immer, da gibt es eine gewisse Fehlertoleranz zu bedenken natürlich, weil ich ja, wie gesagt, kein Experte bin und manche Sachen in Scrap Mechanic auch nicht so 1:1 möglich sind, das umzusetzen. Aber nach den Möglichkeiten, die mir das Spiel bietet, versuche ich natürlich immer diese Nachbauten so originalgetreu wie nur irgend möglich zu bauen. Das machen wir mal so ein bisschen hellgrau. Jetzt kommt das Hellgrau zum Schluss, das Deutsche Bahn Hellgrau. Ist vielleicht ein bisschen sehr hell. Aber das ist, glaube ich, im Vergleich dazu ein bisschen sehr dunkel, oder? Ne, wir nehmen schon mal das Hellgrau, das passt besser. Das Hellgrau ist okay. Von innen muss ich es natürlich dann auch noch einfärben. Da gibt es ein paar Wedges, ein paar Kantenblöcke, Schrägkantenblöcke, die auch grau sein müssen. Beziehungsweise, nee, die auch rot sein müssen tatsächlich. Boah, das sieht richtig gut aus, ey, wenn ich das jetzt so von unten sehe. Ich weiß, das ist die Sache mit dem Eigenlob und so. Das tut mir leid, aber ich muss auch mal ein bisschen, ich hätte jetzt beinahe gesagt, auf meine eigenen Erfindungen masturbieren, aber nein. So meine ich das nicht, ja. Ihr wisst, wie ich das meine. Ich meine, ich sehe mir das gerne an, wenn ich was fertig gebaut habe. Und ich muss sagen, mir gefällt das halt sehr gut, was ich hier geschafft habe. Ich bin einfach zufrieden gerade. Es sei mir mal gegönnt, dass ich auch mal mit was zufrieden bin. Wie gesagt, das müsst ihr noch ein bisschen ignorieren mit den Rädern. Das ist noch nicht fertig. Da müssen wir uns jetzt dann gleich drum kümmern. Im nächsten Schritt sozusagen. Vielleicht nach dem Einfärben. Mal gucken, wenn mir da nicht noch was auffällt bis dahin. Aber ich kann das doch eigentlich hier schon durchziehen unten. Können das doch eigentlich schon komplett hier unten. Aber macht er das nicht? Einmal, hallo? Mach das jetzt. Mach das jetzt. So. Einmal komplett durchziehen, bitte. Jawohl. So, ich kenne mich zum Beispiel mit der Aufhängung, mit der Radaufhängung von Zügen überhaupt nicht aus, sollte ich vielleicht dazu sagen. Das ist für mich ein Buch mit 7 Siegeln. Deswegen, wenn da Bahnfans sich an dieser Stelle so ein bisschen einklinken möchten, ich lade euch gerne ein, mir zu helfen im Kommentarbereich, mir so ein bisschen vielleicht auch Seiten zu empfehlen, wo das ein bisschen erklärt wird, auf was man da achten muss. Weil man sieht ja schon auch zwischen den Rädern auch immer solche komischen Federn und so. Und ja, ich weiß halt nicht, sind das Stoßdämpfer oder, da habe ich mir wahrscheinlich schon lächerlich gemacht. Wahrscheinlich habe ich schon totalen Blödsinn jetzt erzählt, indem ich das als Stoßdämpfer bezeichne. Ja, wie gesagt, aber bedenkt bitte, ich habe keine Ahnung, ich bin Laie, ich bin auch was Autos und andere Fahrzeuge angeht, Laie. Deswegen, Verzeihung, wenn ich etwas falsch bezeichnen sollte. Ich gehe immer nur nach dem Aussehen und da muss ich sagen, finde ich die Baureihe 290 definitiv sehr interessant. Deswegen habe ich mir die ja auch ausgesucht. Ihr seht schon, ich mache jetzt noch so ein paar Details hier, die mir so ein bisschen aufgefallen sind gerade.
Aber warte mal, hier habe ich einen Fehler gemacht. Das sollte nicht hellgrau sein an der Stelle. So. So. Und. So. Haha. Die Baureihe 290. Jetzt gibt es hier natürlich noch so ein paar, ja, so weiße Streifen oder auch eine Nummerierung da vorne dran. Die kann ich aber leider nicht anbringen, weil das hier jetzt abgeschrägte Blöcke sind. An die Stellen kann ich nichts mehr dran heften da vorne, ja. Deswegen, es sei denn, es gibt irgendwelche gewetschten Kühlergrills oder irgendwelche Buchstaben oder so. Das gibt es aber, glaube ich, nicht. Es gibt Buchstaben in Scrap Mechanic, also gemoddete. Aber, ja, die sind, also die passen da nicht ran. Kann ich ja mal kurz demonstrieren. Moment, es gibt, glaube ich, hier auch in diesem Modpack Buchstaben. Genau hier. Nehmen wir das mal hier raus. So. Wenn ich das jetzt versuche, da dran zu snappen, ihr seht, dass es geht nicht. An die Flächen kann man halt nichts mehr dran setzen. Was gehen würde, wenn ich die abgeschrägten Blöcke hier vorne ein bisschen kürzer machen würde? Aber das würde, glaube ich, wieder komisch aussehen. Dann ist die Linienführung nicht mehr richtig. Wir modifizieren das einfach mal ein bisschen, würde ich sagen. DB, das darf ja nicht fehlen, ne? Das müssen wir ja schon drin haben. Das Blöde ist, ich sehe jetzt nicht... Ah ja, das passt sogar, guckt mal. Und jetzt das D noch. Das ist das A. C. DB. Perfekt! Haha! Jetzt müssen wir es nur einfärben. Moment, das machen wir mal rot. Jawohl, ja! Es ist jetzt nicht das DB-Logo, ja, aber es ist immerhin, es darf man ja, glaube ich, eh nicht. Aber ich glaube, wir wissen, was damit gemeint ist, oder? Also ich glaube, jeder kann was mit dieser Abkürzung anfangen. Gehe ich mal schwer von aus. Nicht schlecht. Jetzt könnte man da auch noch Zahlen reinfügen. Das hat ja hier auch, dieser Block hatte hier auch Zahlen. Ich könnte jetzt die Nummer von der Lok, die ich hier in der Referenz habe, benutzen. Aber ich weiß nicht, wie... Ob das zu gut ist, keine Ahnung. Aber mir fehlt eine Sache fehlt mir noch auf. Ah, lalalalalala, eine Sache fehlt mir noch auf. Eine wichtige Sache. Ah, nee, nicht festhängen. Nein, 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 nein. Oh nein! Ich habe mich selbst gefangen wieder. Scheiße. Muss ich mich hier wieder rauslöschen? Ah! Das ist so gemein. Warum tut es das? Komm hier raus, raus, raus. Oh Gott. Ja, das ist leider an der Stelle ein bisschen eng. Das ist leider ein Nachteil. Aber wenn ich das laufbar hätte machen wollen, hätte ich das noch breiter machen müssen. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, die ist jetzt schon sehr breit, die Spur. Deswegen ist das, glaube ich, keine so gute Idee. So. Ich meine, theoretisch, mir fällt gerade was auf, theoretisch könnte ich die Spur noch mal ein bisschen enger machen. Tatsächlich, um einen Block noch, oder zwei noch mal nach innen ein bisschen verändern, dass es nicht ganz so breit ist. Aber dann passen eure Wagen, glaube ich, nicht mehr, die ihr angefertigt habt. Dann müsstet ihr eure Wagen, die ihr für den Zug baut, auch korrigieren. Ich weiß nicht, ob das so cool ist. Ich meine, ja, können wir ja mal gucken. Wir sind ja jetzt noch nicht bei den Rädern. Ich bin jetzt gerade noch bei der Feineinstellung, bei den Feinheiten von der Lok insgesamt. Und da müssen wir jetzt nochmal gucken. Hier, genau, ich wusste es, hier habe ich nämlich noch Sachen einzufärben. Guckt mal. Das nämlich... Das nämlich hier. So. Auf der Seite noch. Die Blöcke müssen ja schließlich auch eingefärbt. Ah, da habe ich auch noch welche vergessen auf der anderen Seite. Ich sehe es gerade. Ich sehe es gerade. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Hier drüben nehme ich. Guck mal. Die haben wir vergessen. Ich wusste es. Ich wusste es, dass ich was vergessen habe. Ha! Aber so nicht. Jawohl! Ja, ich finde das schon ziemlich cool eigentlich. Ich meine, wie gesagt, die Fenster sind vielleicht ein bisschen lang. Da kann man leider auch nicht diese Abkantungen machen, die so ein bisschen schöner sind. Aber die Modpacks werden ja auch geupdatet. Und wenn es natürlich Updates für die Modpacks geben sollte, während wir hier an diesen Loks und an diesen Güterzügen arbeiten, dann werde ich natürlich entsprechend die neuen Teile dann auch zwischendurch da mal einfügen und so und werde die dann auch entsprechend benutzen. So, was können wir denn jetzt noch machen? Ich sehe gerade, ich weiß nicht, ob ich das richtig gesehen habe, aber in der Referenz sieht es so aus, als wenn hier oben nochmal so ein bisschen so eine Strebe langführen würde. Ich muss jetzt nochmal gucken, was bietet mir eigentlich die Mod, was bieten die mir eigentlich hier so für langgezogene Teile an? Was ist das? Nee, das ist irgendwie, das sieht irgendwie komisch aus, oder? Das passt da gar nicht so hin.
Moment. Ich gucke jetzt gerade wirklich nur auf die Details der Referenz und schau mal, ob ich irgendwelche Teile habe, die wirklich dann vielleicht noch diesen letzten, dieses letzte bisschen rausholen. Hier sind Pipes zum Beispiel. Wie groß sind denn die? Ich nehme mal Pipe Adapter. Ah, gucke mal, ja. Obwohl, wieso sind die so groß? Jetzt müsste es doch eigentlich, wenn es so eine schmale Small Pipe gibt, müsste es doch eigentlich auch eine Small Pipe geben, oder nicht? Oder ist das dafür gedacht? Wartet mal, das habe ich vorher noch nicht ausprobiert. Ah ja, okay, nee, das ist okay. Das ist ein Adapter zwischen kleine Pipe und große Pipe. Alles klar, habe ich verstanden. Da ist auf jeden Fall eine Kante oben drüber. Ich weiß, glaube ich, auch, wie ich die baue. Guckt mal, wir haben doch hier diese Surface Panels. Und dann ziehe ich einfach... Muss nochmal gerade gucken, wie sind die ausgerichtet. Wie sieht denn das aus? Ich muss da mal hoch. Muss mir das mal von oben ein bisschen angucken. Kann man die nicht... Doch, das geht aus. Sieht doof aus. Wenn ich so ranhefte... Halt, da war es gerade. Da ist auf jeden Fall eine Kante an der Stelle, ja? Das ist definitiv so. Ich muss nur gerade gucken... Ist die groß genug, dass sie relevant ist? Ja, doch, eigentlich schon. Die ist schon groß genug, dass sie relevant ist. Man sieht sie auf jeden Fall. Ich baue die mal dahin, die Kante. Ich füge die mal da ein. Ist natürlich ganz schön fingerig, weil das wirklich ein sehr kleiner Block ist, den man eigentlich fast gar nicht sieht. Aber er macht, glaube ich, schon einen erheblichen Unterschied beim Design aus. Jetzt geht's halt hier wirklich richtig an die kleinen, penetranten Feinheiten, so, ne? Diese kleinen... Aber kleine Feinheiten machen meistens so den großen Unterschied aus auch. Ich meine, wenn wir solche feinen Mods oder so fein gemoddete Teile halt auch am Start haben, dann sollten wir sie natürlich auch nutzen, ne? Ja, guckt mal. Also irgendwie, ich finde das schon gar nicht schlecht. Das passt schon eigentlich ganz gut. Wir machen das mal. Das bricht auf jeden Fall durch die Linie nochmal diesen großen Körper, der hier so an der Seite ist, den bricht das nochmal auf. Das sieht nochmal so ein bisschen... Es gibt nochmal mehr Detail rein einfach. Es wäre natürlich schön, wenn diese Kante abgerundet wäre ein bisschen. Also wenn das nicht so dreieckig wäre. Sondern wenn die ein bisschen rund wäre. Aber so geht es natürlich auch. Und vorne, also auf der anderen Seite, bei der anderen Schnauze, sage ich jetzt mal, da geht das tatsächlich nicht komplett nach vorne durch, so wie hier. Da geht das nur so, ja, bisschen über die Hälfte, sehe ich gerade. Aber da ist diese Kante auch vorhanden. Ich mache das jetzt mal. Genau da. So. Das geht bis hier so gefühlt. Ja. Das sind 1, 2, 3 Blöcke vor dem Kühlergrill. Machen wir das mal schon mal hier auf der Seite, bevor ich das wieder vergesse. 1, 2, 3 Blöcke vor dem Kühlergrill. Jetzt nehmen wir das noch ein bisschen rüber. Genau, jetzt fahren wir das ein. Schade, man kann hier leider nicht ziehen. Man muss wieder jeden Block einzeln einfärben. Das macht es wieder mal ein bisschen schwierig, aber es geht. So. Und hier das Gleiche. Nein, jetzt habe ich wieder einen falschen erwischt. Mal gucken, welchen ich da gerade erwischt habe. Die Kollisionsabfrage bei diesen Modblöcken ist leider nicht die beste. Welchen habe ich denn da jetzt erwischt? Keinen, der irgendwie problematisch wäre. Ja, das ist doch cool. Haben wir das auch? Man könnte jetzt natürlich tatsächlich hier an der Seite noch so Surface Panels tatsächlich anbringen. Weil letztendlich sind das ja auch Surface-Panel-Blöcke. Und dann könnte man damit zum Beispiel auch ein bisschen spielen. Man könnte dann sagen... Ah, jetzt geht das hier natürlich nicht, weil der nimmt jetzt natürlich eine komplette Blockhöhe ein. Man könnte jetzt da zum Beispiel auch noch sagen, hier, man macht da so kleine, feine Linien dazwischen.
Das ist fast noch geiler eigentlich, wenn wir diese vertikalen Linien, die so nach oben führen, einfach umsetzen. Das gibt's nämlich auch da dran, sehe ich gerade. Welches ist jetzt wichtiger? Die Kante, die oben ist, oder die Kanten, die so vertikal verlaufen? Also die horizontale eine Kante oder die vertikalen? Das ist so, das ist ja so gedrittelt zum Beispiel. Das sind wahrscheinlich dann auch so Klappen, die man aufmachen kann, vermute ich mal, um an den Motor zu kommen. Laienhaft, sage ich das jetzt mal. Wahrscheinlich ist es was ganz anderes, egal. Ich guck mal noch, ob es noch andere Möglichkeiten gäbe, das umzusetzen. Nee, hier unten sind schon die Glasblöcke. Ich glaube nicht. Ich glaube, die Paneele wären die beste Möglichkeit, das umzusetzen. Was ist das hier eigentlich? Die habe ich noch gar nicht richtig angeguckt, diese Blöcke. Das hier würde auch gehen, wartet mal. Jetzt wird es mir gerade klar. Jetzt fällt es mir gerade wie Schuppen aus den Haaren, wartet mal. Das ist zu weit außen, glaube ich. Ja, ist zu weit außen. Ansonsten, wenn das hier ein bisschen kleiner wäre, könnte man das hier oben ransetzen. Und dann die Paneele unten dran. Dann hätte man genau das, was wir brauchen. Das war jetzt der hier, ne? Gibt es da nochmal einen anderen vielleicht, der ein bisschen kleiner ist? Ich glaube nicht, ne? Schade. Ich habe auch ernsthaft schon überlegt, das ist leider zeitaufwendig ohne Ende, aber ich habe schon überlegt, eigene Teile zu modden. Für solche Fälle. Ja, es ist nicht so kompliziert, aber das Ding ist, es braucht halt Zeit, weil man muss diese ganzen Sachen reinskripten, die halt diese Teile haben müssen, die ganzen Eigenschaften und so. Und das macht es ein bisschen schwierig. Also es macht es zumindest langwierig. Da gibt es Vorlagen, aber das geht. Da könnte man zum Beispiel so einen Teil nehmen, wo einfach oben nur die Kante abgerundet ist. Das wäre auch cool. Das wäre genau das, was ich bräuchte. Vielleicht mache ich das sogar mal. Am Ende haben wir dann ein Spielbär-Modpack. Das wäre eigentlich auch lustig. Okay. Aber ich würde sagen, meine lieben Freunde, ich glaube, an der Stelle ist jetzt tatsächlich auch erstmal wieder die Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Scrap Mechanic. Und dann werde ich mich mal kümmern um die Radauflegung hier, dass wir die Räder vernünftig hinkriegen. Ja, dass wir das hier vielleicht noch ein bisschen enger zusammennehmen. Dann müssen hier noch Platten hin, damit das Ganze hier ein bisschen abgeschattet ist. Dann ist das hier so offen. Das ist ja gar nicht so im Original. Dann gibt es hier auch noch eine Leiter darunter. Und diese ganzen Kleinigkeiten, ja, die da auch noch fehlen, die wir noch machen müssen. Und ja, da würde ich sagen, an dieser Stelle, bevor ich jetzt hier irgendwelche Teile modde, ja, muss ich mich ja erstmal um die Teile kümmern, die wir noch hinbauen können, die Räder und so. Da würde ich sagen, an der Stelle ist jetzt die Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Scrap Mechanic. Und dann sehe ich gerade, dass das Rad sich gedreht hat. Nein, dann machen wir einfach weiter mit der Baureihe 290. Dann kommen wir zu den Rädern. Bis zur nächsten Folge Scrap Mechanic. Bis dann, ciao, ciao.